keine Augen in der Höhle gesehen. Ja, ich schon, bei mir ist gerade eins. Wer hat die Tür offen gelassen? Wer hat die Tür aufgelassen? Ich will auch wieder eine Kiste für nur ein Herzkristall, Mann. Schon 5 Gold wieder. Fett Kohle hier. Klonk, 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 klonk. Blauer Edelstein. Da geht die Höhle weiter. Ja, okay. Wie gut, dass du mich da hier zubaust. Warte. Hooray. Ich hab noch viel mehr hier Mats und so. Wir können noch weiter bauen. Geil. Hast du das da gepflanzt oder hat es sich selbst verbreitet? Hat sich selbst verbreitet. Ja. Was hat sich verbreitet? Hier dieses blaue Zeug von Matt. So, ich hab noch 165 Matt. Ich bin mal ganz kurz weg. Bis gleich. Eine Kiste! Mit noch einem Schild drin, ne? Wer will den nächsten Magic Mirror? Gib mal her. Ja, den kriegst du dann gleich. Okay, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Wooden Arrow, die brauchen wir gar nicht. 15 Fackeln können wir dazu hauen. Und das Schild nehmen wir noch mit. Hook brauchen wir auch nicht mehr. Cobweb, Mudblock. Den ganzen Müll, den ich hier drin habe. Herzkristall! Bist du dann den Dingensbogen jetzt zerkriegen? Das Schild? Ja. Okay. Mehr Items. Mehr okay. Items. Ganz viel mehr Items. Ganz, ganz viel mehr Items. Na. So, wieder da. BB, ich habe mittlerweile BB. Einen zweiten von diesen Rückkehrspiegeln gefunden. Oh, geil. Will haben. Hat Lemmy schon gesagt, dass er den haben will. Ja, okay. Ja, du warst aber nicht da. Aber mir ist es egal. Wenn du ihn haben willst, kannst du ihn nehmen. Macht ihr das unter euch aus. Solange ich die okay, geile Pickaxe hab. Ja, von mir aus. Ich habe übrigens auch noch mehr Herzen gefunden. Ich habe jetzt schon maximal 240 Leben. Toll. Wie gut, dass du uns keinen übrig lässt. Mach ich dir gerne. Ja, ich merk schon. Okay, wir haben irgendeine Höhle gefunden, wo es. Das ist aber nicht gut, warte. Müssen irgendwie das Wasser da wegkriegen. Okay, lass uns mal die Höhle. Warte, wir lassen das Wasser mal nach unten ab. Ah, warte, ich will aber mal eben die Höhle angucken. Wasser lassen ist immer eine gute Idee. Wenn man muss, dann einfach laufen. Da oben steht schon eine Fackel. Hier waren wir schon. Nö, die habe ich da gerade eben hingesetzt. Echt? Ja. Oh. Eisen ist immer gut. Lol, da ist Gras. Brauch es. Gras. Ich wollte gerade sagen. Oh, eine Vase. Wie gut, dass man hier nicht durchkommt. Lässt du so lange das Wasser nach unten ab? Jo, kann ich gleich machen. Diese scheiß Slimes mal endlich.
Boah, wie alles zugewuchert ist. Ja, hier ist aber nichts. Hier hört ja einfach mittendrin einfach auf. Schlecht. Ah, hier rechts daneben ist aber noch eine. Apropos schlecht. Richtig schlecht, ey. Ich sehe nur, wie der Balken weg ist. Du meinst vom Wasser? Bist du ertrunken? Mhm. Autsch, das Clemi, ist bitter. Du bist gestorben. In der Wasser, im Wasserding halt von mir, also. Ach so. Ja, natürlich. So. Clemi, du ja. bist gestorben. Ich bin an der Plattform hängen geblieben, hab auf einmal 150 Damage kassiert. Ich hätte das überlebt. Ja, cool. Halt's Maul, Tom. Okay. Oh, ganz viel Eisen. Leute, ich verstehe eure Frustration, aber hört doch mal bitte nicht so neidisch hier. Ja. Was heißt hier neidisch? Echt. So, dann gehe ich mal wieder hoch hier. Nee, hier geht's weiter. Was ist das andere da eigentlich für ein Hook? Irgendjemand hat mal was gelabert von wegen, gibt's noch so einen anderen Hook? Ja. Und zwar, hier gibt's noch neben, ganz unten hier dieses, naja, du weißt schon, dieses Höllending da. Ah. Wir haben schon, ja, ganz links einen Dungeon gesehen. Neben diesem Dungeon gibt's dann noch diese Corruptions. Aha. Wo diese Dinger rumfliegen und da gibt's solche Orbs, die man zerstören muss und dann kommen Meteoriten. Das war, wovon ich gesprochen habe, von wegen zu kompliziert will ich nicht erklären, aber darauf kommen wir später nochmal zurück. Okay. Und dann gibt's noch einen Untergrund-Jungle. Und in diesem Untergrund-Jungle kann man Sachen finden für einen besseren Grappling-Hook. Ah. Okay. Und zwar den Ivy-Hook, mit dem man nicht nur eine sich nicht einmal festhalten kann, sondern man kann so drei Dinger gleichzeitig schießen. Wow, das also ist ja nacheinander. Geil. Und die Dinger kommen halt weiter und ist halt besser, dass man sich dann so an mehreren Stellen gleichzeitig festhalten kann. Ja, das ist echt geil. Dann holen wir uns das Zeug doch. Ja, aber wir müssen erstmal diesen scheiß Jungle da finden. Ja, den finden wir schon irgendwann. Ich meine, zuallererst müssen wir ja erstmal weiterkommen hier. Ja. Aber das machen wir schon. Ja, passt. Hier hoch. Oh, hier ist schon ein zweiter Pilz gewachsen. Clemi, das ist ein bisschen ungünstig, wenn du die Fackeln hier hinstellst, dann wächst da nichts mehr. Oh. Okay, dann machen wir das doch. So, warte mal. Ja, aber wenn du die in die Luft tust, dann können die Pilze da trotzdem nicht wachsen. Oh. Das ist einfach. Das Ding, okay. Das leuchtet von sich selbst aus, siehst du ja. Okay. Ich mach mal hier das noch mehr Pilze. Viele Items, wachsen. Mann. Mach mal das mal hier. Ja, lass mal hier, dass ich hier arbeiten kann. Okay, aber mach den dann nachher wieder weg. Jo. Mach mal hier, pflanz mir ein paar mehr Pilze an. Ja, wie denn? Autsch, ich hab mich gerade selbst mit einer Bombe fast umgebracht. Ich hab keine Seeds mehr, wir müssen wieder so eine Plantage hier entdecken. Okay. Hooray, Bomben! Die nix bringen! Ah ja, ich habe ja auch noch eine Stange Dynamit. Auch aus so einer Kiste? Naja. So. Und zwei Goldcoins.
Das machst du sehr schön, Clemi. Mhm. Geht's jetzt hier mal raus? Tom, was machst du eigentlich? Nach draußen gehen. Tom, such mal eine Pilzfarm. Nö. Genau. Doch, ne? Hab doch eine eigene. Ja, wir brauchen ja eine Setzlinge. Eben. Sonst wird das nichts mit Farm. Oh, ein dritter ist schon gewachsen. Was ist gewachsen? Ein Pilz. Ah. Die könnt ihr doch abholzen, damit Setzlinge. Nein, oder? Die farmen wir nicht ab. Wir lassen die wachsen, bis die so wie Bäume ganz groß werden. Da lohnt sich mehr. Das war ungünstig. Ja. Wow. Bin ich wieder bei der Kiste? Ich glaube, ich suche mir eine andere Höhle. Die hier ist zum einen zu weitläufig und zum anderen. Habe ich überhaupt keine Orientierung mehr? Mann! Okay, perfekt. Nee, das ist nicht perfekt. Nein, ich rede ja nicht von dir. Hab ich mir schon fast gedacht. Mit dir redet niemand. Mann, du bist voll gemein zu mir. Ja, ich weiß. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Hey. Genau. Ihr seid voll unfair. Nein, ich hab den einen Pilz aus dem abgeholzt. Nein, 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 böse. Mein Gott, du bist böse. Yeah. Oh Mann, diese scheiß Mutterschleims. Mutterschleims. Das sind gar keine Mutterschleims. Das sind gar keine Mutterschleims. Mutter! Das sind nur normale Schleims, ey. Deine Mutter ist ein Schleim. Ja. Wie gut, dass du hier die ganzen Fackeln damit kaputt gemacht hast. Ups. Ich habe auch noch unglaublich viele. Können wir auch unglaublich viele machen. Ich habe schon 2 Stacks hier Gelee. Bin ich wieder an der Stelle, wo Fackeln rumstehen? Oh, von wo kommen denn die ganzen Pilze her? Nicht die Pilze, die Schleimviecher. Weiß ich nicht. Aber wir haben oben das offen gelassen. Moment. Ja, wenn man zubaut, sollte man erstmal reingehen, bevor man zumacht. Pinky! Wer ist das denn? Pinky! Auf, man, sonst machst du unseren Holz in den Pilz genauso wie ich. Oh. Ups. Ja. Das war jetzt ein bisschen. Einen haben wir wenigstens noch. Warte, ja. Vielleicht wächst einer wieder. Wow. Hau mal die Blöcke hier weg. Ja. Oh. Komm, immer in dieser Dreierkombination kann das sein. Farbenfroh. Ja, ein Schleim kommt selten allein. Schleim kommt selten allein. Oh Mann, ey. Was war das hier für eine Kiste? Da habe ich schon reingeschaut. Mann. Need mehr Kisten. Ah, oh, da unten ist eine Vase. Ich mach die jetzt mit meiner Axt kaputt, mit einer Pickaxe. Eine Steinhacke. Kaputt! Du machst alles kaputt! Mann! Ja. Mario! Mach ihn kaputt, Junge! Kaputt, Junge!